Jubilarinnen und Jubilare. Wir haben auch Personen im Raum, die 50-jähriges Dienstjubiläum haben. Sie werden sie noch sehen. Wir haben 40 Jahre Dienstjubiläum und 25 Jahre Dienstjubiläum. Wir wollen in diesem Empfang heute, in diesem Mittagessen, ein kleines Dankeschön sagen für Ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Münchnerinnen und Münchner und für die Stadt. Es ist schon gesagt worden, ein staatlicher Kreis heute wieder, also nicht heute, nicht nur heute, sondern insgesamt an Jubilarinnen und Jubilaren, insgesamt über 1000, und deswegen müssen wir auch seit letztem Jahr, glaube ich, da haben wir damit angefangen, diese Dienstjubiläen an 3 Tagen durchführen, weil wir sonst natürlich nicht alle hier unterbringen würden im Saal des alten Rathauses. Und wir machen in diesem Jahr 7 Kolleginnen und Kollegen, die ihr 50-jähriges Dienstjubiläum feiern. Eigentlich, wie ich angefangen habe bei der Stadt, das war so 1962, war es die schönste Zeit, mit den jungen Leuten zu arbeiten, weil wir haben immer viele Lehrlinge und Praktikanten gehabt. Das war die schönste Zeit. Ja, gut 50 Jahre, da hat sich sehr, sehr viel ereignet. Das absolute Highlight war, wie ich das Verkehrsmanagement für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 machen konnte. Das war dann was. Und die Spiele konnte ich natürlich dann auch alle sehen im Stadion. War echt ein Highlight. Ja, also ich muss sagen, bei mir war die letzte Zeit sehr interessant. Bei uns im Revisionsamt, man hatte halt sehr vielfältige Aufgaben, kam in vielen verschiedenen Dienststellen herum. Und naja, man erlebte halt immer und überall etwas anderes. Das Buffet ist eröffnet. Ich wünsche einen guten Appetit. Dankeschön.